Berti Vogts war heute im Waldstadion und seine Aufmerksamkeit galt vor allem Andreas Möller, dessen Leistungen zuletzt deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Vielleicht wirkte die Anwesenheit des Bundestrainers stimulierend, heute jedenfalls zeigte Andreas Möller eine Weltklasse-Leistung, zu der das 1:0 nach 3 Minuten nur der Auftakt war. Beide Mannschaften spielten offensiv, Kaiserslautern beeindruckte durch seine schnellen Spitzen, Kunz, Labbadia und auch Demir Hotic, der in der 7. Minute das 1:1 erzielte. 20 Minuten später ein Doppelschlag von Andreas Möller. Zunächst ein Freistoßtor zum 2:1 und dann nach klugem Zuspiel des Ex-Berliners Axel Kruse das 3:1. Möllers schnellem Antritt konnte kein Kaiserslauterer folgen. Jubel bei Andreas Möller, Zufriedenheit bei Berti Vogts und eine betretene Miene bei Kaiserslauterns Trainer Feldkamp, die sich erst wieder erhellte, als Kunz einen Handelfmeter zum 3:2 Halbzeitstand nutzte. Kaiserslautern imponierte durch druckvolles Angriffsspiel, Frankfurt durch spielerische Eleganz. 5 Minuten nach dem Seitenwechsel war es Uwe Bein, der einen sehenswerten Alleingang zum 4:2 abschloss. Noch einmal kam Kaiserslautern heran. Kadlec verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:3, dabei aber blieb es ein glücklicher Frankfurter Sieg in einem der besten Spiele dieser Saison.